Ja, es ist natürlich ärgerlich, dass wir nicht gewinnen, aber ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem am Anfang haben wir ja, Kiel sehr geärgert und ja, es gibt halt zwei, drei Phasen im Spiel, wo wir einfach nicht gut sind. Vielleicht ist das Müdigkeit, vielleicht ist das einfach nicht scharf genug, aber ja, deswegen ist es auch Kiel und die haben das dann bestraft und ja, leider verloren. Jetzt sitzt man da ja und ist erstmal ein bisschen frustriert, aber wenn man auf die Mentalität und alles guckt, wie schnell schaltet man da um, dass man sagt, hey, wir waren jetzt die Saison zweimal ganz nah dran an Kiel und das muss ich mitnehmen und anstatt mich weiter zu grämen. Natürlich fehlen halt zwei Punkte, die man vielleicht heute gerne geholt hätte und auch hätte holen können. Genau, ich denke, dass wir hier weiterarbeiten können und ja, die Stimmung und Motivation war gut. Wir haben viel gelaufen und halt, wie gesagt, in die zwei, drei Phasen sind wir einfach nicht clever genug vielleicht und daran können wir weiterarbeiten und ja, dann nächste Woche gegen Lemgo vielleicht wieder Punkte. Du warst ja jetzt auch einer, der bei der EM dabei war und dann die Vorbereitung nicht mitgemacht hast. Wie gut findest du, wie ihr aus der Pause gekommen seid mit dem Spiel in Göppingen heute? Kann man nicht unbedingt erwarten. Na, ich denke, wir haben unseren Kopf ein bisschen frei bekommen und die Nationalspieler haben ja viel Spaß gehabt und die anderen haben ja Marathon gelaufen. Aber nee, die Stimmung ist gut und wir sind frisch und ja, das sieht man auch im Spiel. Ja, sehr enttäuscht einfach, weil ja, ich kann wenig Punkte sagen, wo Kiel besser war als wir. Am Ende sind es -2. Von daher ist es einfach ja, schade, dass wir es wieder nicht geschafft haben in Kiel. Mir wäre es fast lieber, einmal richtig auf die Schnauze zu kriegen und dafür dann mal ein Spiel zu gewinnen, weil wir sind echt immer nah dran an Punkten, aber wir schaffen es irgendwie einfach nicht am Ende. Du speziell hast heute 37% auf die Platte gebracht, jetzt mit ein bisschen Abstand im Laufe der Woche, wenn es dann aufs nächste Spiel die Vorbereitung gibt. Wie wird die Trainingswoche dann gestaltet sein? Das müsste ja eigentlich noch mehr Fahrt geben, es dann am kommenden Wochenende noch besser zu machen, dass diese Kleinigkeiten nicht im Wege stehen, die heute vielleicht im Weg gestanden haben. Ja, also ich denke, wir können jetzt damit zufrieden sein, wie wir im Januar gearbeitet haben, wie wir jetzt die beiden Spiele bestritten haben. Aber wir müssen da weiterarbeiten, weil wir haben auch im November, Dezember gesehen, wie es ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Und dann sieht es nicht mehr so aus und dann macht es halt auch deutlich weniger Spaß. Und ich denke, einfach hart weiterarbeiten und dann wieder Spaß am Handball haben. Lemgo kommt nächsten Sonntag, das dritte Heimspiel in Folge. Was meinst du, was am Ende des Februar dann auf der Habenseite stehen kann? Keine Ahnung. Also klar ist Lemgo zu Hause unser Anspruch zu gewinnen. Extrem wichtiges Spiel. Sehr, sehr gute Mannschaft, aber trotzdem Lemgo reitet seit 2 Jahren gefühlt auf so einer Erfolgswelle und macht einfach ihr Spiel. Ja, im Hinspiel haben wir es gut gemacht. Das war so ein bisschen der Schritt nach vorne, wo wir endlich wieder Punkte geholt haben und von daher, da müssen wir anknüpfen und dann haben wir, denke ich, gute Chancen.